Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich spiele heute Satisfactory, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, YouTube zu machen, aber nicht regelmäßig. Und ja, ich werde euch einfach mal so zeigen, wie weit ich bin. Und ja. Mache ich gerade Schrauben. Weiß ich, und hier ist 60. Dann machen wir das einfach mal so. Ja, schon fast gedacht. Ich kann einen nur raten, die auch Dead Factory spielen. Dass ihr sehr viel hier mitarbeitet, also mit den Splittern. Und dass ihr sehr viel darauf achtet, wie was verbraucht wird. Also zum Beispiel, hier wird 30 pro Minute gemacht. Und hier wird 60 pro Minute ergraben, sage ich mal. Und deswegen sollte man das ja einfach aufteilen. Also es kann ja sein, dass ihr es schon wusstet, aber nur so als Tipp. Also ich habe neu angefangen. Deswegen. Ich habe einfach ein wildes Netz. Ich war schon mal weiter, weil ich. Ich hatte eine riesen Unordnung, weil ich da oben auf dem Berg gebaut habe und da war es halt alles uneben. Jetzt habe ich hier so versucht, ein bisschen organisierter und ordentlicher zu arbeiten. Ja. Das ist gerade gar nichts angesteckt.
wollte eigentlich mit dem Bau von versteckten Eisenplatten erstmal anfangen, weil ich dann gemerkt habe, dass das viel zu wenig, also viel zu lange braucht, um halt gebaut zu werden. Ich kann euch raten, wenn ihr Probleme habt mit mit der Energie, dann solltet ihr euch erstmal darum kümmern, dass ihr eine Kettensäge bekommt. Damit könnt ihr dann richtig viele Bäume abbauen und dadurch kommt ihr an sehr viel Ressourcen, Holz oder auch Biomasse. So. Sollte ich eigentlich... Ich habe keinen Platz mehr. Shit. Falscher Container. Upsi. Also noch Eisenstangen und Eisenplatten. Wahrscheinlich muss ich Eisenstangen craften, weil die extrem lange brauchen. Ja. Da komm ich gar nicht durch, hier so ein Fetzer. Weltraumlift kommt dann da hinten hin. Ja. So, dann machen wir mal ein paar. So. Passt doch. Wow. Ich meine, wie riesig der ist. Jetzt, das ist jetzt cool. So, und damit möchte ich auch meine erste Folge mit dem Kanal und meine erste Folge Satisfactory beenden. Und mal gucken, ob es eine nächste Folge gibt. Und
Ciao.